Gottes Fülle in unserem Mangel, ist das Thema. Und das ist ja erstmal ganz positiv gefüllt, wenn wir heute hier die Stände auch sehen und in diesem wunderbaren Ambiente sind. Da können wir heute etwas richtig von dieser Fülle Gottes einfach genießen und dankbar sein für alles Gute, Gottes Fülle. Wir erleben das heute sehr manifest. Da können wir dankbar und zufrieden sein. Aber dann gibt es eben auch das andere. Thema ist genug Gottes Fülle in unserem Mangel. Manchmal hat man auch von allem genug. Da wird dem einen alles zu viel. Da kommt auch alles zusammen. Es reicht mir. Der andere geht auf die Nerven. Es geht über meine Kraft. Gerade dann, dann brauchen wir etwas von dieser Fülle Gottes, von seiner Gegenwart, von seinem Beschenken, von seiner Liebe. Vielleicht dann, wenn eins zum anderen zusammenkommt. Der Urlaub entfallen, vielleicht wegen der Corona-Erkrankung. Die Schwiegermutter gestürzt, braucht Pflege. Der Partner beruflich unter Druck, hat nicht so Zeit für die Kinder und für einen selber. Und dann schlechte Nachrichten, Krisen. Da war erst die Corona-Krise, Klimakrise, Energiekrise und Ukraine-Krise. Das drückt, das spüren wir, die Unruhe, und wir sehnen uns nach dem, was nötig ist. Eine innere Ruhe, eine tragende Sicherheit zu haben, die nicht von den Umständen abhängig ist. Eine tiefe Zufriedenheit. Die Frage auch nach Sinn. Wir brauchen dann in diesen Momenten etwas mehr von dieser Gegenwart Gottes, von seiner Fülle. Frage, wo erleben Sie, wo erlebst du, auch inmitten schönster Umgebung, aber doch vielleicht im Herzen so etwas von diesem Mangelgefühl? Wo fehlt es? Wo ist ein Defizit? Weil die anderen nicht so sind, wie sie sein sollten. Weil die Umstände sich verändert haben und nicht das hergeben, was man sich wünscht. Oder weil man es im eigenen Herzen oder am eigenen Körper spürt. Wie können wir da zu dieser Fülle Gottes kommen? Was kann ich dafür tun, dass sich das Himmelsfenster öffnet? Und wo kann ich auch nur mich beschenken lassen, weil diese Wunder Gottes nicht verfügbar sind? Antworten gibt ein kleiner, wichtiger Erlebnisbericht in der Bibel im 2. Könige 4. Eine verzweifelte, eine alleinstehende Frau, die ringt auch mit finanziellen Schwierigkeiten. Wir lesen etwas davon, wie sie zu dem Propheten Elia kommt und was dann passiert. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenschüler zu Elisa und sprach: Mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder zu leibeigenen Knechten nehmen. Elisa fragte: Was kann ich für dich tun? Was hast du im Haus? Sie antwortete: Deine Dienerin hat nichts im Haus als einen Krug Öl. Da sagte er: Geh hin. Er bitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße und nicht zu wenig. Dann geh hinein, schließ die Tür hinter dir zu und hinter deinen Söhnen und gieß in all diese Gefäße. Und was voll ist, stelle beiseite. Sie ging weg von ihm und schloss die Tür hinter sich zu und hinter ihren Söhnen. Diese reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte ein. Einen nach dem anderen, so hören wir dann, sie füllte alle Gefäße voll, die ihre Söhne sie da vor sich hingestellt hatten. Und erst als alle Gefäße voll waren, da kam auch nichts mehr aus diesem Krug heraus. Sie aber kam und ging zu diesem Mann Gottes. Und dieser befahl ihr: Verkauf all das Öl, all diese Gefäße, und dann bezahl deine Schuld. Und von den Übrigen wirst du noch leben können. Gottes Fülle in unserem Mangel. Erster Gedanke: Wenn wir Not anderen Glaubenden anvertrauen. Da heißt es doch, damit beginnt alles. Und eine Frau schrie. Das heißt, die hat das nicht für sich alleine behalten. Sie ist auf andere, auf den Elisa zugegangen. Bleib mit deiner Ausweglosigkeit, mit deinen Mangelempfindungen nicht allein. Das erdrückt. Sag es jemand, der ein offenes Ohr hat, der ein offenes Herz hat,
der etwas auch von der Kraft Gottes weiß. Und Klage ist vor Gott. Vielleicht den Verlust einer Beziehung wie diese Frau. Mein Mann ist tot. Verlust an Beziehung, vielleicht aber auch durch Trennung oder durch ein anderes Unglück. Verlust von Beziehung heißt auch Mangel an Liebe, manchmal Mangel an Zuwendung und Sicherheit, Mangel an Fürsorge, wie es diese Frau erlebt. Und Alleinstehende oder Witwen damals, die waren schon arm dran per se. Das soziale Netz war da nicht so eng geschnürt, die finanzielle Versorgung nicht gegeben. Und dann kommt neben diesem Schmerz über die mangelnden Finanzen, über die Verschuldung, kommt noch der Schmerz der Ungerechtigkeit dazu. Sie hatte alles investiert, sie kam da nicht raus, sie hatte sich verschuldet und jetzt dieser harte Schuldherr, da gibt es kein Pardon, bitte die Kinder auch noch, die nehme ich auch noch, die will ich auch noch haben. Das ist etwas vielleicht vom Schlimmsten für eine Mutter, wenn Kinder genommen werden. Weil man sie nicht versorgen kann. Wenn Kinder genommen werden, aber auch vielleicht von anderen, die das ausnutzen, vom Internet, Internetsucht, von Alkohol und Drogen, von anderen Menschen oder Gruppen. Oder wenn Kinder genommen werden durch Entzweiung, durch Streit, das geht durch jedes Mutterherz hindurch. Bleib damit nicht allein. Bring es jemanden, der Vertrauen hat, der mithelfen kann, die Türen des Himmels zu öffnen, dass neue Kraft hineinfließt. Gott sagt, ich bin ein Vater der Witwen und Waisen. Immer wieder im Alten Testament wird das erwähnt. Er hat das offene Ohr für die Menschen, die echt bedürftig sind. Die merken, ich brauche was. Ich brauche mehr als das, was mir vielleicht Menschen geben können. Nochmal, wo erlebst du vielleicht Verlust? Vielleicht das Wichtigste, was dir genommen wird. Ein hohes Gut. Vielleicht auch eine Position, an der du hängst oder ein Beruf, die dir Freude gemacht hat. Gesundheit, Lebensfreude, was wird dir genommen? Vielleicht sogar ein Stück den Glauben. Die Frau könnte ja durchaus irritiert sein. Ihr Mann war quasi, man würde sagen, ein Hauptamtlicher. Der war da in dieser Prophetenschule, der war engagiert christlich. Oder eben damals im jüdischen Volk. Der war engagiert und jetzt passiert das. Und sie sagt das auch den Elisa, du bist doch quasi hier der Direktor. Du hast das doch mit aufgebaut, du bist damit verantwortlich. Jetzt tu was, wie konnte das passieren? Wo sind wir irritiert? Vielleicht über das, was wir auch erleben. Irgendwann kommt dann die Frage, Gott, was ist mit dir? Starker Mangel kann unseren Glauben irritieren. Und dann brauchen wir das, dieser erste Gedanke, nicht allein bleiben, sondern sich jemandem anvertrauen. Ob das eine Freundin ist, ob das ein Seelsorger ist oder ein Pastor, ein Pfarrer. Sagen, ich bleibe da nicht allein. Der zweite Gedanke, Zuwendung, die Hoffnung weckt. Das finde ich großartig, wie die Elisa hier agiert. Was kann ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Elia, dieser Mann Gottes, fragt nach ihr. Der hat die Notlage schon erfasst und sagt, ich will mich dir zuwenden, ich will helfen. Und damit steht er für Gott selber, der helfen will, der bei uns nachfragt und der auch uns fragt, wie geht's dir? Die Notlage erfasst. Er kennt sie schon, bevor sie eingetreten ist. Aber er will mit uns in ein vertrauensvolles Beziehung kommen. Heute, auch auf diesem Markt, fragt Gott auch nach uns, nach dir. Damit wir uns im Klaren werden, was mangelt uns eigentlich? Wo drückt der Schuh? Damit wir spüren, es geht um seine Zuwendung, damit wir sie neu aufnehmen. Und damit wir vor allem Hoffnung schöpfen. Es ist noch nicht alles aus. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen über unsere Situation. Eine Einladung, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das stärkt das Vertrauen auch zu ihm, wenn wir mit ihm ins Gespräch kommen. Zuwendung, die er uns gibt und die Hoffnung weckt. Und dann richtet Gott den Fokus nicht auf unseren Mangel, sondern auf das, was uns geblieben ist, auf unsere Ressourcen. Was hast du im Haus? Finanziell gesehen. Welche Stärken liegen bei dir? Welche Begabungen und Fähigkeiten? Welche Menschen hast du denn vielleicht? Die ein, zwei, die zu dir stehen, die auch mit dir den Weg gehen. Die Witwe sagte, nur einen Krug nur mit Öl. Wahrscheinlich war es auch ein kostbares, wertvolles Öl, vielleicht ein Salböl. So die letzte Reserve, die ich habe. Es gibt viele Erlebnisse in der Bibel, wo Gott gerade den Mangel füllt, wo er aus dem Geringen, was wir haben, was wir geben können, etwas Bedeutendes macht.
wo er das Wenige gebraucht, um viel zu erreichen. Viel ist die Geschichte bekannt, diese 5 Brote, 2 Fische, wo er eine ganze Menschenmenge von ernährt. Aber er knüpft bei dem Wenigen an. Gott will uns deutlich machen, du bist nicht ein Opfer der Umstände. Du bist nicht der Kleine, sondern du hast was zu geben. Und das nehme ich auch mit ins Gebrauch. Das, was du an Kräften, körperlichen Kräften hast, an seelischen, das, was du geben kannst an Zeit vielleicht für deine Kinder, wo du sagst, ich habe nur so wenig Zeit, aber setz das ein, da kann was daraus werden. Das, was du an Möglichkeiten hast, ich kann vielleicht nur anrufen den anderen, ich kann ihn nicht besuchen, aber setz das ein, da wird etwas draus. Setz doch das Wenige ein. Gott macht etwas daraus. Gottes Zuwendung weckt Hoffnung. Und dann eben Schritte des Vertrauens gehen. Gott hätte sagen können über den Elisa, guck mal hier, ich habe hier 500 Euro, damit kannst du alles bezahlen und die nächsten Monate leben. Geht alles klar. Aber das macht Gott nicht so. Warum? Gott will nicht nur etwas geben. Er möchte nicht nur den Krug füllen. Er möchte auch die Seele füllen. Er möchte in eine Vertrauensbeziehung kommen. Und deswegen geh mal Schritte des Glaubens. Gott hat viel mehr zu geben als das, was jetzt nötig ist. Dann hätten wir vielleicht in einem Jahr wieder Mangel. Aber wo wir den Schöpfer, wo wir den Geber der Fülle haben in unserem Leben, da haben wir das, was wir wirklich brauchen. Deswegen geh raus, deine Söhne, und erbitte leere Gefäße von deinen Nachbarn. Und ich bin so froh, dass wir hier Nachbarn haben, die jetzt mal ein paar leere Gefäße bringen. Die Nachbarn darf ich jetzt mal bitten. Vielleicht einfach hier draufstellen, leere Gefäße. Damals waren es die Kinder, die dann rumgingen und überall leere Gefäße erbaten. Und die Kinder haben vielleicht, die Söhne haben gedacht, oh, jetzt, was ist mit meiner Mutter los? Also irgendwas, leere Gefäße, bei uns ist doch schon sowieso alles leer im Vorratsschrank. Warum brauchen wir noch mehr leere Gefäße? So war die Situation, leere Gefäße. Manchmal lässt uns Gott sogar noch den Mangel noch deutlicher spüren und merken, hier ist tatsächlich Mangel. Auch solche Geschichten gibt es, wo wir dann aber merken, es ist einer, der sie füllen kann. Aber sie gehen los, Schritte des Glaubens. Der Bonhoeffer, der hat das auch so gemacht. Der war ja oft in existenziellen Krisen und Schwierigkeiten. Und trotzdem hat er einen Satz formuliert und hat gesagt, der Vertrauende gehorcht. Der Gott vertraut, der wird Schritte gehen. Das tun, was Gott sagt. Und dann dreht das aber um denselben Satz und sagt, der Gehorchende, der vertraut. Also derjenige sagt, ich mach mal ein paar Schritte, ich gehe einfach mal los. Ich habe nur ganz, ganz bisschen Glauben, aber ich gehe, ich mach mich auf. Der geht. Der wird das erfahren, der wird merken, wie unterwegs der Glaube und das Vertrauen auch wächst. Schließ die Tür hinter dir zu. Um was es jetzt hier geht, das ist nicht hier eine Demonstration für die große Presse oder sonst was, sondern das ist etwas zwischen dir und Gott. Ich will dir etwas zeigen, wie ich zu dir stehe. Vertrautes Verhältnis zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und uns. Das ist das, was er geben will. Vielleicht sind das die Finanzen, wo Gott einschütten möchte, wo Gott helfen möchte. Ja, Gott kann bis ins Finanzielle hinein helfen. Er kann uns aber auch helfen, mit wenigem gut zurechtzukommen. Oder er kann uns auch helfen, mit Mangel trotzdem zufrieden zu sein. Zu sagen, okay, der Wohlstand ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Das Konto, ich habe auf erste Mal vielleicht mein Leben Sorgen. Um zu sagen, da ist noch einer, der für uns sorgt. Eine letzte Sicherheit. Aber das andere auch Beziehungen. Nütz das, was du hast. Investiere in diese vielleicht 1, 2 Beziehungen. Und Gott geht mit und macht Mut, dass wir diese Beziehungen ausweiten. Und dass durch diese Beziehung etwas Neues in unser Leben hineinkommt. Vielleicht sogar etwas ganz Neues starten. Mein Schwiegervater ist auch früh verwitwet. Und dann hat er damals auch was Neues gestartet. Ist ins Internet hineingegangen, in die christliche Partnerbörse. Heute ist er glücklich. Also einfach vielleicht manchmal neue Dinge auch zu wagen, Beziehungen. Und das, ja, wenn die Gefäße, die Kinder leer sind und Füllung brauchen, ist vielleicht die wichtigste Füllung. Kinder oder vielleicht auch Enkel. Zu sagen, Gott schenkt mir etwas passender auch für meine Enkel oder für meine Kinder, dass ich auch ihre Herzen füllen kann. Dass ich diese geringe Marge, die ich habe, dass es reicht, damit sie in ihr innerer Tank gefüllt wird.
Und da, wo meine Liebe manchmal kümmerlich ist, meine Geduld nicht so reicht, trotzdem schenk uns ein gutes Verhältnis. Und Gott wird Mangel ausfüllen, wenn wir ihn darum bitten. Dass plötzlich wenig Zeit zur Premiumzeit wird. Und dann vielleicht das letzte Gefäß. Gott vertrauen. Gott, ich habe nur so den kleinen Glauben, aber mehre du ihn doch. Ich habe so lange mit dir nichts mehr zu tun gehabt, aber schenke doch irgendwo, dass ich anknüpfen kann. Gott, ich weiß gar nicht mehr richtig, wie ich beten soll, aber das einzige Gebet, was ich natürlich kenne, ist das Vaterunser. Dann fangen wir doch damit an. Da steckt alles drin. Da, wo wir dieses Vertrauen aufgreifen, da wächst beim Gehen das Gottvertrauen. Da füllt er es. Nicht immer ist das so ein massives, schönes Wunder, alles wird glücklich und wir werden reich und wohlhabend und gesund. Das kann Gott alles schenken. Er ist der Allmächtige. Aber manchmal schenkt er anderes, vielleicht sogar noch Wichtigeres. Aber immer, wenn wir kommen, werden wir Beschenkte sein. Das ist der letzte Gedanke. Er schenkt mehr, als du denkst. Unglaubliches passiert durch das Wirken Gottes. Alle Gefäße werden voll. Die Schulden können bezahlt werden. Und nicht nur das hätte die Frau ja zufriedengestellt, damit hätte sie schon kaum gerechnet. Auch so viel, dass du auch weiter leben kannst. In allen Bereichen unseres Lebens, die dürfen wir ringen. Gott kann sie füllen. Äußerlich, ob Finanzen, Beruf, Beziehungen, Gesundheit, dass Gott plötzlich Quellen öffnen kann. Innerlich schenkt das im Herzen, was ich mir sonst ein anderer gar nicht so geben kann oder momentan nicht gibt. Vielleicht auch die Kraft, Schweres, was ich durchmache, zu tragen oder Unrecht zu ertragen, weil ich weiß, dass einer letztlich Recht spricht. Und natürlich für die Gottesbeziehung. Füll auch dieses Gefäß, das Wichtigste, die Grundlage. Und wenn ich verschuldet bin aufgrund eigener Schuld, und jetzt meine ich nicht finanzielle Schuld, Herr, dann nimm du das auch weg. Wie es im Vater unser heißt, vergib uns unsere Schuld. Die Schuld, die kann auch mehr drücken als alles andere. Vergib uns unsere Schuld, dass wir wieder frei werden, dass wir fröhlich feiern können, dass wir neue Beziehungen anknüpfen können. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen teilhaben an der Fülle Gottes. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir jetzt schon Anteil an dieser Fülle, die auch einmal in der Ewigkeit kommt. Eine doch viel größere Fülle, die wir gar nicht beschreiben können. Mehr als du denkst. Zum Abschluss die Frage. Was ist für dich gerade dran? Vielleicht den ersten Schritt zu gehen, zu sagen, ich vertraue es jemandem an, der diese Last mit mir trägt. Vielleicht aber auch die ganz konkrete Bitte, Gott, das und jenes brauche ich. Ich habe jetzt Mut gefunden, dafür zu beten. Vielleicht aber auch diese Vertrauensbeziehung zu stärken. Zum ersten Mal wieder zu sagen, diese alte Bibel irgendwo verstaubt in der Ecke, aber die hole ich mir und dann lese ich mal diese Geschichten über Jesus im zweiten Teil der Bibel. Die könnten faszinierend sein. Wir werden erleben, er macht uns satt, zufrieden. Und dann passiert das Großartige, auch nach so einem Gottesdienst. Am Ende dieses Gottesdienstes, wir sind schon plötzlich satt, innerlich satt. Und dann können wir all das Gute, was wir heute auf dem Nike-Speckmarkt auch sehen und wahrnehmen an Kunst und Kultur und Herzhaftem, das können wir dann auch herzhaft und fröhlich genießen, weil wir das Wesentliche schon mitbringen. Amen.